Ich muss Ihnen nach 35 Ehejahren ein Erlebnis schildern. Und zwar, er kam abends zurück, ich hatte den Tisch gedeckt. Da sagte er, du kannst wieder abräumen. Ich kann heute nichts essen. Da sagte ich noch, das ist ja ganz neu. Und da sagte er, weißt du, wenn ich mir vorstelle, wie sich der Wald weht. Und im ersten Moment wusste ich gar nicht, was er damit sagen wollte. Und er wusste noch, wo vergangenes Jahr die letzte Buche, da war er dabei beim Fällen. Und da sagt er, weißt du, ich bin zu dem Platz von der dicken Buche und hab die Sämlinge gezählt. Es sind 30 Stück aufgegangen. Und da muss ich Ihnen sagen, das war für mich nach 35 Jahren so ein gravierendes Erlebnis. Da habe ich meinen Mann neu noch mal kennengelernt und habe damit auch gespürt, wie tief die Wurzel hier jetzt steckt und wie tief die Angst ist, weil er ja schon einmal seine Heimat verloren hat. Ob es nicht wiederkommt, dass wir hier nicht mehr leben können.